Führen Sie die Eröffnungsbuchungen für die Businessfragen OG durch. Die Schlussbilanz aus dem Vorjahr weist folgende Werte auf: Handelswarenvorrat Euro 5.000, Forderungen, Lieferungen und Leistungen Euro 3.000, Bank Euro 2.000, Eigenkapital Euro 4.000 und Verbindlichkeiten, Lieferungen und Leistungen Euro 6.000. Bevor wir jetzt zu den Buchungssätzen übergehen, vielleicht hier noch eine kurze Anmerkung. Generell müssen im Rahmen der doppelten Buchführung immer zu Jahresbeginn Eröffnungsbuchungen durchgeführt werden. Denn Sie können sich vorstellen, die Schlussbilanz, also der Abschluss eines Jahres, stellt die Konten immer auf Null. Und auf diesen Grund müssen Sie Ihre Vermögenswerte bzw. Ihre Schulden im neuen Jahr immer wieder neu einbuchen. Und aus diesem Grund benötigen Sie dann eben diese Eröffnungsbuchungen, dass Sie zum Beginn des Jahres eben immer diesen Anfangsbestand aus dem Vorjahr wieder auf den jeweiligen Konten drinnen haben. Vielleicht auch hier noch eine Ergänzung: Diese Eröffnungsbuchungen müssen immer nur für Bestandskonten durchgeführt werden, also für aktive Bestandskonten, also Aktivkonten bzw. für passive Bestandskonten oder auch Passivkonten genannt. Diese Eröffnungsbuchungen sind nicht erforderlich für Ertragskonten oder für Aufwandskonten, denn diese Konten starten immer bei Null sozusagen, die haben keinen Anfangsbestand. Ja, und dementsprechend brauchen wir hier jetzt für all diese Konten, sofern es sich bei diesen angegebenen Werten um Bestandskonten handelt, eben die Eröffnungsbuchung. Einerseits haben wir hier den Handelswarenvorrat. Handelswarenvorrat finden wir beim Umlaufvermögen, also auf der Aktivseite einer Bilanz, und aus diesem Grund haben wir hier eben ein Aktivkonto. Die Forderungen, Lieferungen und Leistungen finden wir ebenfalls im Umlaufvermögen, also haben wir auch hier sozusagen ein Aktivkonto. Und das Bank, also unser Bankguthaben, finden wir ebenfalls im Umlaufvermögen und somit ebenfalls auf der Aktivseite einer Bilanz. Anders sieht es aus beim Eigenkapital. Das Eigenkapital finden wir auf der Passivseite einer Bilanz und dementsprechend handelt es sich beim Eigenkapitalkonto um ein passives Bestandskonto. Und genauso finden wir die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beim Fremdkapital, also auch auf der Passiva, also sprechen wir hier von einem Passivkonto bzw. von einem passiven Bestandskonto. Und wenn wir uns dann hier wieder überlegen, wird unser Anfangsbestand mehr? Ja, wir haben hier Waren. Das Warenkonto ist am 1.1. auf Null gestellt, aber wir haben im Lager noch Waren von 5.000. Und dementsprechend müssen wir diese Waren noch einbuchen. Und aus diesem Grund wird unser Handelswarenvorrat buchhalterisch eben um 5.000 mehr. Genauso werden unsere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, also Forderungen gegenüber Kunden, ebenfalls mehr, weil das Konto wurde ja auf Null gestellt zum Jahresende. Und genauso ist beim Bankkonto. Buchhalterisch hat es am 1.1. einen Wert von 0, weshalb wir diese 2.000 eben am 1.1. wieder einbuchen müssen. Und genauso sieht es beim Eigenkapital und bei den Verbindlichkeiten aus. Wir haben ja ein Eigenkapital, weshalb wir das von 0 auf das tatsächliche Eigenkapital einbuchen müssen, beziehungsweise auch unsere Schulden, also unsere Verbindlichkeiten einbuchen müssen. Und dementsprechend haben wir eigentlich hier bei diesen Eröffnungsbuchungen immer eine Vermehrung. Und eine Vermehrung der Aktivkonten wird im Soll gebucht und eine Vermehrung der Passivkonten wird im Haben gebucht. Und daraus ergeben sich eben diese Buchungssätze: Handelswarenvorrat an Eröffnungsbilanzkonto. Also im Zusammenhang mit diesen Eröffnungsbuchungen ist immer das Gegenkonto das Eröffnungsbilanzkonto.
unabhängig davon, ob es sich um ein Aktivkonto oder ein Passivkonto handelt. Und dementsprechend haben wir Handelswarenvorrat an EPK mit 5.000. Forderungen, Lieferungen und Leistungen an EPK mit 3.000. Bank an EPK, also Eröffnungsbilanzkonto mit 2.000. Und Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital, weil hier haben wir jetzt ein Passivkonto. Deswegen gehört es ein bisschen umgedreht. Also EPK an Eigenkapital mit 4.000 und EPK an Verbindlichkeiten mit 6.000.